Ja, liebe Flummerer, wie ihr schon hört, prächtige Stimmung, ausverkauftes Haus hier bei uns in der CF Lounge. Ein herzliches Willkommen unserem Publikum hier. In unserem wunderschönen Grundig-Stadion hier im Hintergrund, wer sich sowas einrichten will, wie gesagt, unser Digitalpartner Klutzeweit hätte da die passenden Ideen, Hintergründe und Motive und wäre natürlich auch bereit, bei der Umsetzung dabei mitzuhelfen. Hier oben auf der Bühne zum einen der Mann an meiner Seite, heute im roten Sweater. Er, wenn es um Tore ging, war er verantwortlich beim 1. FC Nürnberg. Herzlich willkommen, Dieter Eckstein. Hallo. Servus, Dieter. Nebendran ein Mann der ersten Stunde vom Club-Expertenforum. Seine Stimme ist bekannt in Bezug zum 1. FC Nürnberg. Wenn man Antenne Bayern einschaltet, heißt bei euch auf Antenne Bayern. Herzlich willkommen, Alex Klößlein. Servus. Der Mann neben mir hat Weltmeisterschaften verfolgt, Europameisterschaften verfolgt. War da der Kontaktmann bei manchen Großveranstaltungen für alle deutschen Journalisten in Bezug zum DFB. Also er hat nicht nur für die NZ Überragendes geleistet, da viel geschrieben, war da lange Zeit Chefredakteur, sondern auch ist über diese Grenze Nürnbergs hinaus überall bekannt, wo andere sagen, wo er sagen kann, Franz, Uwe, müssen wir sagen, Herr Beckenbauer, Herr Seeler, du kennst sie alle, du hast mit allen schon gesprochen, ihr seid überall per Du. Herzlich willkommen, Dieter Bracke. Ja, und wer sich jetzt gewundert hat, wer hier so zauberhaft unser Bild abrundet, das ist meine Assistentin am heutigen Tag, das ist die Melli. Die wird jetzt dann im Publikum Platz nehmen, da ein bisschen mitverfolgen, was wir zu besprechen haben. Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, wird sie dann mit Zetteln rumgehen und mir dann später im Laufe der Sendung dann mal die Fragen überreichen, die wir dann hier in diese Runde mit einstreuen werden. Schön, dass du mit dabei bist. So, dann würde ich dich mal bitten, deinen Platz im Publikum zu finden. Ein 0:2 gegen die Bayern. So mancher Fan war zumindest mal erfreut, dass es keine Klatsche gegeben hat. Dieter, zu deiner Zeit damals 0:2 bei den Bayern verloren, war es standesgemäß? Ist man dann mit was für einer Gefühlslage in den Bus gestiegen? Oder seid ihr da? Nee, jetzt muss ich erstmal überlegen, Mann. Ich muss ein kleines Veto einlegen, ja. Also das letzte Spiel, wo ich beim Bayern gespielt habe, kann ich mich daran erinnern, da haben wir 3-1 gewonnen. Das stimmt, ja. Also das war der letzte Sieg 92. Sutter, ne? Es gab schon die ein oder andere Niederlage gegen FC Bayern, ja, aber das 3-1, wo wir damals gewonnen haben, das bleibt ja immer noch bestehen jetzt. Es gab mal eine 0-4-Klatsche, solange ich mich mal erinnern. Ja gut, wie ist dann die Gefühlslage? Natürlich, wenn man gegen FC Bayern das Derby, ausverkauftes Haus, dann verliert, ist man natürlich immer niedergeschlagen, da geht man im Bus rein. Im Vorfeld heißt es dann immer, ja, so wenig wie möglich Gegentore zu bekommen. Aber ja, wie gesagt, Niederlage gegen FC Bayern tut immer weh. Alex Klößlein, wie hast du das Spiel verfolgt? Warst du mit der Leistung des 1. FC Nürnberg zufrieden? Oder siehst du schon so, dass da eventuell sogar an dem Tag gegen diese Bayern mehr möglich gewesen wäre? Oder ist das 2:0 ein Ergebnis, wo man sagt, ja, okay. Das Ergebnis ist, glaube ich, das Beste von allem. Ne? Also ich meine, wenn man vorher gesagt hätte, wir verlieren ja 0:2, da gibt es wahrscheinlich 10 Mannschaften, die 0:5 verlieren werden, glaube ich. Der Spielverlauf hat mir ein wenig stutzig gemacht. Ich habe hier die Daten einmal notiert. Das war schon ein bisschen arg einseitig. Ne? Wenn man alles zusammen anschaut, waren es, warte mal, wo habe ich es denn? Da, irgendwo kommt es da. 724 zu 149 gespielte Pässe, das ist halt wie, keine Ahnung, C-Jugend Real Madrid gegen Valladolid oder irgendwas. Und dann angekommene Pässe 652 zu 80, Ballbesitz 81% für Bayern. Das ist in der Bundesliga-Spiel schon arg viel, finde ich. Ich muss sagen, sie haben es eine Stunde lang besser gemacht, als ich gedacht habe. Waren hinten auch in der Baustelle Abwehr relativ gut gestanden, aber dann irgendwann geht es halt nicht mehr, ne? wenn die übermenschlichen Druck entwickeln und so war es in dem Spiel auch. Also insgesamt das Ergebnis gut, Spielverlauf wie erwartet, würde ich sagen. Dieter, wie hast du es gesehen? Ballbesitz schießt ja noch nicht zwingend Tore. Und die erste klasse Chance in diesem Spiel hatte der Club, Ginzek. Ein Schuss, leider kein Tor. Was mich etwas stutzig macht, der Club hat
taktisch richtig gespielt. Nur wenn ich jetzt Kommentare höre aus dem Umfeld des Clubs, da wird diese Niederlage wie ein Sieg gefeiert und da muss gewandt werden. Denn der Club muss am Samstag mit einer anderen taktischen Marschrichtung aufwarten. Jetzt geht es offensiv gegen Augsburg zu spielen. Und ob das Umschalten so klappt, das muss man erst abwarten. Also die Niederlage war kein Sieg. Das hast du da so vollkommen richtig. Auf dem Punktekonto bleibt weiter die Null stehen, aber wenn ich mir diese Aktion von Ginzek zumindest mal anschaue, der umkurvt da drei, zieht von links in die Mitte, zieht ab. Ich habe da eigentlich schon fast eine Aktion vom Dieter eigentlich gesehen gehabt, nur du hättest den wahrscheinlich 2 Zentimeter tiefer geschossen. Nur ich hätte bei der Live-Szene gedacht, ich hätte das Tor mal nachmessen lassen. Ich hatte da den Eindruck, die Latte war da ein bisschen tief gehangen an der Stelle. Naja gut, also der Schuss, die Aktion vom Ginzek war natürlich schon überragend. Und sagen wir mal so, auch wenn der Ball reingegangen wäre, ja, ich glaube nicht, dass das Spiel dann gekippt wäre oder irgend sowas. Die Bayern hätten dann ihren Stiefel genauso weiter runtergespielt und da wäre nur wahrscheinlich, hätte es dann ein bisschen länger gedauert, aber dann wäre trotzdem noch eine Niederlage rausgekommen. Ne? Also man muss da schon ganz klipp und klar sagen, dass Bayern einfach eine überragende Mannschaft ist. Sie war auch an dem Samstag die klar besser dominierende Mannschaft. Und schon was der Dieter gesagt hat, die Niederlage war kein Sieg für den Club. Und am Samstag kommt ein anderer Gegner. Da muss anders aufgestellt werden, da muss anders gespielt werden. In München haben sie es ganz gut gemacht, aber zu Hause, da müssen die Punkte gemacht werden und da muss einfach ein Tickchen, ich habe es in der überletzte Sendung gesagt, da muss man auch mal Mut zeigen und mal mit 2 Stürmer auflaufen, ausfertig. Ja, und der Druck ist natürlich jetzt auch da, glaube ich, ne? Weil man schaut hier, wir haben bloß 2 Punkte auf der einen Seite. Wenn man sagen kann, gut, gegen Hoffenheim sind sie gut zurückgekommen, gegen Hertha BSC haben sie einen echt starken Gegner gehabt. Das hat sich mittlerweile herausgestellt, dass Hertha in der Saison richtig auf jeden Fall was auf dem Kasten hat. Bayern ist klar, dass du verlierst, aber du musst dann schon gegen FCA gewinnen. So schaut es halt nun mal aus. Ja. Also es ist einfach, wenn ich mich daran erinnere, letztes Jahr dieses Spiel gegen FCA, gute Nacht, das war dieses grausame 0-0, also wo wir zwischen alle Face eingeschlafen sind und sonst was, das möchte man nicht wiederholt wissen, gell? Sondern ein Dreier muss schon her gegen Augsburg. Das ist schon. Also, ja. Ja. Man muss auch dazu sagen, jetzt, wenn man die Spiele alle sieht, Hoffenheim, Hertha BSC und jetzt München. Gegen Hoffenheim zum Beispiel haben sie die erste Halbzeit verpennt, da waren es die zweite Halbzeit super. Gegen Hertha BSC Berlin haben sie die zweite Halbzeit verpennt, da waren es erste Halbzeit einigermaßen ganz gut. Ne? Und bei Bayern, gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Du hast mir das vorweggenommen, wir haben uns schon unterhalten. Dann sag du es noch einmal, dann können wir mal eins rausschneiden, oder? Ich stimme. Dann schneiden wir mal eins raus, dann rufst du. Ich stimme 100%. Dieter und ich Dieter. Ich stimme 100%ig zu. Ja, das Fußballspiel Dieter, also dauert noch immer 90 Minuten, genau. Aber ein gutes Stichwort ist gefallen, der Name Ginzek. Und wenn ich so die ganzen Neuerwerbungen der letzten Jahre mir anschaue, dann muss ich sagen, dann ist das der erste, wo ich sagen kann, der Club hat einen Glückslos gezogen. Es gibt einige andere Spieler, Ildis, Antonio, Mu Kanazaki, Kanazaki. Die rufen eh alle Mu. Also daher. Der Club hat auch manchmal daneben gegriffen. Aber Ginzek und auch der junge Drimic, den haben wir heute gesprochen, macht einen sehr guten Eindruck, ist bescheiden, sagt, ich muss noch lernen, dann kann ich zeigen, was ich kann. Also die beiden, da hat der Club wirklich einmal, was auch wichtig war für die Offensive, Positives erreicht. Ein lebhaftes Publikum ist ein schönes Publikum, so gefällt mir das ruhig. Damit zeigen, welche Aussagen euch besonders gut gefallen und bei welchen es noch zu Verbesserungsbedarf oder wo noch Luft nach oben letztendlich besteht. Dieses Ergebnis bei den Bayern, es waren letztendlich 2 Einzelaktionen, die das Spiel entschieden haben. Einmal Robben, der den Slalomkurs Nürnberger Hintermannschaft genutzt hat, ein Weltklasse-Tor, oder waren da die Klubberer schon platt, hätte man das anders verteidigen auch können, wenn da so ein Slalomläufer antritt. Dieter, du na gut. Zuckst schon. Der Pinola ist ein sympathischer Argentinier, aber der braucht bloß richtig hingehen. Der braucht bloß den Mann decken, den Raum. Aber so verladen. Außerdem, jedes Kind weiß inzwischen,
was der Herr Robben macht, dass er nach links geht. Aber immer wieder fallen die Abwehrspieler trotzdem auf ihn rein. Das spricht natürlich für die Qualität dieses Holländers. Das hat man beim Dieter auch früher gewusst, was er macht, aber von Manu verteidigen. Ah, doch, ab und zu, was der Dieter schon sagt, gerade beim Pinola, ein lieber netter Kerl, aber irgendwann mal muss man mal vielleicht auch mal einen Jungen ranlassen, ja, sage ich. Bin jetzt mal persönlich, ja, ich habe es auch in der vorletzten Sendung gesagt, Hoffenheim zum Beispiel, hat er 3 oder 4 Mal das Abseits aufkommen, dann war er an dem 2-0 schuld, wo er hochgegangen ist, wie die Prima Ballerina, ja. Und er hat schon in der letzten Spielzeit also schon den ein oder anderen Hacker drin gehabt und vielleicht sollte man auf der Seite was Neues ausprobieren. Das Spiel in München mit der Defensivtaktik, die angebracht war, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Clubabwehr nicht die sicherste ist. Ja, klar. Das ist eine Baustelle. Die Probleme sind nach wie vor vorhanden auf den Außenpositionen. Und wenn in der Innenverteidigung jetzt noch der Niesen ausfallen sollte, dann gute Nacht. Ja, und die zentrale Nahtstelle, wo halt der Timmy Simmons jahrelang überragend gespielt hat, da sehe ich auch keinen, der jetzt im Moment das auffüllen kann. Das ist wirklich ein Problem da hinten drin. Das sieht man ja auch, dass in jedem Spiel Flott immer ihre 2 Kisten kriegen, momentan. Und das, ich bin auch gescheit erschrocken, als ich gehört habe, dass der Niesen verletzt sein sollte, weil wenn der jetzt noch fehlt, dann hast du ja wirklich also mehr als eine Baustelle. Ne? Dann hast du echt einen Unfall. Ich habe ihn heute getroffen. Er will morgen wieder leicht laufen, aber er sagt, es gibt keine Garantie, ob er am Samstag auflaufen kann. Und letztendlich ist dann der Raphael Schäfer derjenige, der am blödsten ausschaut jedes Mal. Ne? Ja, wobei man den natürlich lobend erwähnen muss, den Raphael, was der in München raus hat. Ja. Und an die letzten beiden Spiele, der spielt bis jetzt eine einwandfreie Saison. Da wird immer gesagt, wir brauchen allmählich einen neuen Torwart. Kann ich überhaupt nicht sehen, wenn der in der Form spielt wie jetzt. So gut war er, glaube ich, noch nie. Ne? Hält sogar mal einen Elfmeter, ich glaube, das erste in seinem Leben war das oder so in München. Na, der hat vor kurzem jetzt erst eingehalten. Im Training, oder? Wird er noch zum Elfmeter. Hat er im Training, im Garten mit seinem Sohn wahrscheinlich, mit seiner Tochter angehalten. Bleibt bei Ecken, das ist seine Spezialität, grundsätzlich immer auf der Linie stehen, verlässt sich auf seine Vorderleute, andere Torhüter, die gehen einmal raus. Ja, das ist halt nett. Fangen weg. Ja. Aber was er im 1:1 raus hat, Saison in München, bisher kann man es nicht klagen. Ja, was er im 1:1 in München raus hat, ich bitte, das hättest du nicht. Ich auch nicht. Aber Bayern kriegt einen Elfmeter, ist das ein typischer Bayern-Elfmeter, weil die Szene war ja ein Witz. Ja. Letztendlich. Kannst du den geben? Kannst du den geben? Also ich. Naja, also. Den ersten? Der gepfiffen wurde, war okay. Elfmeter war lächerlich. Ja. Aber ich habe heute in einer großen Zeitung mit 4 Buchstaben einen großen Artikel gelesen. Da beschwert sich Raphael Schäfer über die Schiedsrichter. Ich halte das für einen Schwachsinn, das zu machen. Der Club darf sich nicht zum Märtyrer spielen. Ich erinnere nur an das Tor in Hoffenheim, an die Hinausstellung, die diesmal vonstatten ausgesprochen worden sind, die zweifelhaft waren. Also der Club allein ist nicht der, der unter den Schiedsrichtern zu leiden hat. Aber Schiedsrichter merken sich was. Und es könnte sein, dass die im Unterbewusstsein im Spiel sagen, ach, das ist der Schäfer. Also es ist unklug, sich negativ über die Schiedsrichter in der Form zu äußern. Das habe ich ihm heute auch gesagt. Wie seht ihr letztendlich die Situation mit Mandzukic? Zum einen der Tritt gegen Dabanli, zum anderen auch, was Chandler angeklagt hat. Beim Zweikampf, was im Fernsehbild nur etwas schwammig zu sehen gewesen war, wo beide aufstehen, dass er noch einen Ellenbogenstoß mitgegeben hat, ist ja auch nicht gerade die faire, feine Art. Und manch andere Schiedsrichter bei dem Knietritt gegen Dambanli, der finde ich schon brutal ausschaut, der hätte es auch andere Optionen geben können. War das so eine Szene im Eifer des Gefechts? Dieter, wie hast du das gesehen? Kann das mal passieren oder war da schon auch... Ja gut, also wenn man das im Fernsehen so gesehen hat, dann und jetzt das Bild von seinem Knie, ich habe es auch heute angeschaut, man kann sagen im Eifer des Gefechts, ja, aus dem Spiel heraus, ne, aber wenn man jetzt das Knie so anschaut, es hätte ja auch schlimmer ausgehen können. Ja, und dann, wie gesagt, über die Schiedsrichter soll man jetzt noch nicht schlecht urteilen. Es war eine blöde Situation und... ich hoffe, dass er bis am Samstag wieder fit ist. Das sieht natürlich schon komisch aus. Ne? Der Mandzukic hat an und für sich eine recht rustikale Spielweise, aber es wird im Grunde nie geahndet, weil manchmal hat er den Bayern-Bonus. Ja, das sieht keiner, dass der das macht.
einem vorbeigehen, der macht das echt geschickt. Also, ne, so, ja, aber damals nach 40 Minuten einer weniger und dann hast du eine andere Ausgangslage. Sehr unwahrscheinlich, dass der Schiedsrichter einen Bayern in der Allianz Arena auf den Platz stellt, glaube ich. Weiß ich nicht, aber ziemlich, da muss viel passieren. Hat es das schon mal gegeben? Da musst du erst mal an, da musst du wahrscheinlich erst die Achillessehne rausbeißen. Ich weiß, das hat es schon mal gegeben, aber ich erinnere mich nicht dran. Da waren wir noch jung. Die da. Da waren wir noch flüssig. So, ne? War der Paul Breiner, glaube ich, oder war Schwarzenbeck oder sowas. Sowas. Eine andere Geschichte, die ihr vorhin schon angesprochen habt. Erste Halbzeit verschlafen gegen Hoffenheim, gegen Hertha zweite Halbzeit. Nach dem München-Spiel sagten Michael Wiesinger, man hat gemerkt, dass bei uns so nach 60, 65 Minuten die Konzentration ein bisschen nachgelassen hat. Ist das ein Problem, so eine Aussage jetzt? Oder ist es halt einfach, weil es die Bayern waren, wenn eine Mannschaft 90 Minuten so rennen kann wie die, dass es dann halt irgendwann hinten raus eng wird? Ja, wie es der Wiesi gesagt hat, das war die Maschine, die den Club niedergewercht hat, ja, 60 Minuten lang. Wenn 60 Minuten lang so ein derartiges Passfestival auf dich runterprasseln hast, dann verlierst du irgendwann automatisch wahrscheinlich die Konzentration, ja, und dann passiert einfach, es wird so passieren, es wird vielen, vielen Mannschaften in München so gehen. Ja. Du bleibst ja nicht, also, du bleibst ja nicht stehen, ja, ja eben. Bei 700. Über 700 Pässe, da, ja. Du bleibst ja nicht stehen und sagst, dann legst du mir noch ein Schloss. Ja, wenn die das in der eigenen Hälfte machen, dann können sie nachher. Du bist ja schon. Du bist ja. Natürlich ist das für einen Spieler auch während dem Spiel frustrierend, wenn du da jedes Mal dem Drecksball da hinterherlaufen musst und kommst nicht dran. Ja. Aber bevor er gleich stehen bleibt, da musst du natürlich schon probieren und dann nach 60, 70 Minuten. Sagt der Körper auch irgendwann mal, leck's mit dem Arsch. Und man kommt an einer Tatsache nicht vorbei. Manchmal spielt das Geld doch eine Rolle und die Bayern-Mannschaft hat durch das viele Geld eine andere Qualität. Wenn sie den Thiago geholt haben für 40 Millionen, das ist der Etat von manchen anderen Bundesligisten. Das, der Unterschied ist da durchs Geld und dann, wenn ich halt Ribéry und Robben habe, zwei Weltklasse-Fußballer, laufe ich halt Gefahr, dass ich da mal ein Gegentor. Ja, die haben ja noch mehr, die haben ja noch den Lahm, der ist ja, ich Weltklasse-Fußballer ja, neuer, da kannst du ja aufzählen, wenn du musst. Aber das ist ja nicht das FC Bayern-Forum hier, pass mal auf, Dieter, gell, dass wir jetzt abschweifen. Na, ich will, Moment, also wir können abschließen, oder was? Ich will ja damit den Club in Schutz nehmen, dass es eben schwierig ist, gegen so einen Star-Ansammel ja, erfolgreich fast, das ist die beste Mannschaft der Welt eigentlich, ne? Im Grunde, wenn man so sieht. Also du kannst machen, was du magst. Da kann antreten, wer will. Da kann Barcelona kommen und kriegt 7 Stück in 2 Spielen. Ja, wenn ich mir recht erinnere. Trotzdem muss man sagen, Michael Wiesinger hat sich für dieses Spiel von der Aufstellung her was einfallen lassen und es sah ja lange Zeit eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wiesinger, der Taktikfuchs? Wenn es ein richtiger Fuchs gewesen wäre, hätte er Pummkohl in München, glaube ich. Ne? Ja. Nee, also ich bin ehrlich gesagt, ich fand die Taktik ursprünglich einfach ein wenig zu angsthausenartig. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt jetzt an die große Glocke hängen, das kann jeder Trainer wahrscheinlich mit sich selber ausmachen. Er hat halt taktisch das System aufgebaut 1-10-0 oder sowas. Oder 1-10-1, sagen wir mal. Ja, wenn man also den guten Ginzek, der da vorne grennt, ist wie ein Horst und auch wirklich gute Sachen gemacht hat. Und der Drimmitsch ist, glaube ich, aber einer, der in so einem Spiel nie ein Tor schießen kann, weil der muss bedient werden, da muss das Spiel auch selber aktiv laufen. Das ist eher einer, der gegen Augsburg vielleicht ein Tor macht, glaube ich. Während Ginzek ist halt Alleinunterhalter, das war eine gute Aufstellung. Nach hinten, ich habe mich gewundert, warum wir den Kiyotake nicht für die Standards im Spiel gehabt haben, ja, weil den brauchen wir eigentlich. Der Kiyotake macht immer mindestens 1-2 gute Dinge im Spiel. Mhm. Wo war der? Auf der Bank, 60 Minuten lang, warum? Weiß ich nicht, hätte ich nicht so gemacht. Also ich hätte ihn nicht draußen lassen, vor allem nachdem er in der Vorwoche für die Motivation gesorgt hat, in der letzten Sekunde den noch so ein Ding reinzuhauen und er sehr selbstkritischer Mensch ist und wahrscheinlich auch gegen Bayern eine gute Leistung gebracht hat, glaube ich jedenfalls. Ja. Ich sehe schon, dass jeder hat mit dem Hut leise widerstand. Ich muss dir ein Kompliment machen, du hast ja neuerdings Ahnung von Fußball. Ja. Ich will dich unterstützen. Natürlich war die Taktik von Wiesinger richtig. Was soll er anders machen? Aber in einem Punkt, und das hat er richtig angesprochen, ich hätte einen Offensivmann Kiyotake gebracht, weil der Gimcek, der steht allein da vorne, was soll der machen? Der wird kaum angespielt. Und beim Club, und das ist ein generelles Problem, fehlt es nach wie vor auch im Mittelfeld, fehlt ein
überragender Regisseur. Und ich nenne einen Namen, den ich immer bewundert habe, Thomas Galasek. Das war ein Stratege, der ein Spiel lesen konnte. Der hat vor kurzem da in der prominenten Mannschaft mitgespielt und hat mir der ehemalige Clubdirektor gesagt, sensationell, den kannst du immer anspielen, der verliert keinen Ball. Und so ein Typ fehlt dem Club meiner Meinung nach. Ja, wir hatten so einen ähnlichen mit dem Timmy Simmons, aber man hat ihn ja gehen lassen. Also Herr Simmons war in der Defensive sehr stark, erstaunlich für sein hohes Alter, was der geleistet hat. Fantastisch, der fehlt nach wie vor. Aber das Spiel nach vorne, da fehlt ein Mann. Das hat er auch beherrscht. Also der hat gespielt auf der Außenbahn. Ja, jetzt hat der Club ja noch 2 Tage länger Zeit. Die Transferfrist, die Wechselfrist ist ja verlängert worden. Wer da eventuell optional möglich als Neuzugang wäre, ein Gesprächsthema noch für den Lauf dieser Sendung. Wir werden jetzt dann gleich mal auf das Augsburg-Spiel schauen. Braunschweig, sind da 6 Punkte, die da pflichtmäßig sind? Was kann da so alles kommen? Wie muss Wiesinger aufstellen, damit es da letztendlich dann auch unterm Strich Punkte geben wird? Aber ich bin auch mal gespannt natürlich. Sie haben es im Hintergrund immer wieder gehört. Wir haben ein lebhaftes, wir haben ja schon fast euphorisches Publikum hier bei uns in der Lounge. Und ich bin mal gespannt, was da so für Fragen jetzt auch mal aus dem Publikum kommen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass die Melli da mit dabei ist. Ich bin ja ganz froh. Ja, ein gut gelauntes Publikum spendet nicht nur Applaus, sondern hat sich auch einige Fragen ausgedacht. Und Melli, ich bin mal gespannt, was du mir da so alles mitgebracht hast. Da ist zum Beispiel die Beate und die fragt, ist der Trainer ein bisschen zu lasch? Braucht der mehr Ehrgeiz an die Runde? Wer will dazu gerne, Dieter? Ist er zu lasch oder ist das schon genau die richtige Art und Weise seiner Antwort? Er ist nicht zu lasch. Es muss nicht jeder Trainer den Kasper an der Außenlinie spielen. Entscheidend ist, was er seinen Spieler vor dem Spiel, was er in der Halbzeit sagt. Also Trainer zu beurteilen, wie sie sich am Spielfeldrand bewegen, halte ich für Schwachsinn. Zu lasch ist er wegen so allgemein als Spieler, aber überhaupt nicht lasch, der Michel. Und es ist so, man muss ihm ja an dem messen, was er mit dem Club erreicht hat. Und wenn man sieht, dass sie in der letzten Rückrunde eigentlich wirklich ordentlich ihre Pünktchen gesammelt haben, sie haben auch in dieser Saison später 2 gesammelt, es wird halbwegs ordentlicher Fußball gespielt. Ich denke, dass der Michel sich genauso anstrengt und bemüht, da irgendeinen Zug reinzubringen in die Mannschaft. Und man kann dem überhaupt nichts vorwerfen momentan. Im Gegenteil, er ist sogar besser als alle Erwartungen hat er abgeschnitten, aus meiner Sicht. Ja. Entscheidend ist, ob er sich gegen 2 Spieler durchsetzen kann, die sehr dominant sind, nämlich Torhüter Schäfer und Hanno Balic. Ja, das muss er schaffen, klar. Ne? Ja, klar. Also als Bundesliga-Trainer muss er das schaffen, das ist ganz normal. Ich glaube auch nicht, dass der Michael Wiesinger der Typ dazu ist, hier an der Außenlinie rauf und runter zu und rumschreien und alles. Ich kenne ja auch ein bisschen privat und solange er sachlich, taktisch und die Mannschaft, wie gesagt, sie haben ja auch erfolgreicher Fußball gespielt, wenn da alles stimmt, dann muss er ja nicht an der Linie herumrennen, wie der Streich zum Beispiel von Freiburg oder so. Ne? Der, ja, ist so, ja. Muss nicht unbedingt sein. Aber ja, der so kriegt ja dann dafür einen Tribünenplatz relativ. Wenn ihm irgendwas nicht passt, das hat man ja auch schon im Fernsehen gesehen, wenn ihm irgendwas nicht passt, dann lässt er auch schon mal einen Schrei los. Aber lieber sachlich und gemütlich, jetzt geht's los. Es ist ja nichts, auch eine Doppelspitze. Nichts gegen den Streich. Der ist mir sympathisch, dass er manchmal ein bisschen überzieht. Aber was der mit Freiburg erreicht hat, das ist sensationell. Auch, super, ja. Aber generell, es fehlen im Fußball heute etwas die Typen. Und eine Type sitzt hier im roten Hemd in meiner Nähe. Moment. Er ahnt, was jetzt kommt. Das ist eine Lüge. Ich habe sein erstes Länderspiel in Hannover erlebt. Und nach dem Spiel gab es mit Franz Beckenbauer, mit den Journalisten, die sogenannte Blaue Stunde in der Sportschule in Basinghausen. Und ich habe meinen Freund Eckes gesucht und da haben die gesagt, der ist da hinten in dem Gang. Und ich ging rein, wer steht dort? Dieter Eckstein. Rauchen. Sag ich, ja, bist denn du verrückt? Jetzt kommt gleich der Beckenbauer, der, wenn dich sieht, da hast du dein erstes und letztes Länderspiel gemacht. Haben ihm die Zigarette weggenommen. In dem Moment kommt der Beckenbauer, sagt er,
hey, hier ist freies Rauchen verboten, sag ich, Franz, ich geh schon raus. Und Dieter, wie ich dich kenne, hast du dir gleich nochmal eine anzündet. Ich habe gewartet, bis der Beckenbauer weg war und haben wir wieder eine angezündet. Wie viele Länderspiele? 7 waren das, glaube ich, oder so, ne? Ja. Also 7 Länderspiele, 7 Zigaretten. Es hätten einige mehr sein können. Wenn die Zigaretten oder das Spiele. Vielleicht hast du mal eine Zigarette zu viel geraucht. Nein. Ich weiß noch, also ich könnte, wenn wir jetzt schon Eggers hier bloßstellen. Wir sind super, mal, macht ich weiß nicht, lustige Talkrunde. Wir sind von irgendwo heimgeflogen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, entweder Malta oder Fuerteventura. Und er hat erst so gesagt, ich habe so eine Angst vor Fliegen. Und ich habe gerade eine Flasche Wodka-Kraft gehabt, zollfrei. Was? Ja, die haben wir dann leer an Bord mitgenommen, weil wir am Klo, ich habe einmal kurz gezogen. Ja, du einmal kurz, ja klar, freilich. Du hast einmal kurz gezogen, ja klar. Aber das stimmt wirklich. Wir waren noch zusammen beim Länderspiel. Entschuldigung, redet mir hier über den Club oder über mich? Wäre jetzt hier allen Karamell hier ausgepackt. Oder was? Jetzt hören wir wieder das auf. Das ist auch interessant, oder? Ja, klar, freilich. Ja, klar. In dem Themenbezug habe ich von der Phyllis hier auch aus dem Publikum noch eine schöne Frage. Unsere charmante, zauberhafte Barfrau würde von dir gerne wissen, von der Nationalmannschaft, dein schönstes Erlebnis haben wir jetzt gerade gehört, aber dein schönstes Erlebnis im Clubdress? Oh. Nein, Rom? Ja, ich habe schon schöne Zeiten im Clubdress gehabt. Also ich möchte jetzt nicht irgendwas Großartiges vorhalten. Also gut, das Schönste war natürlich immer noch der Aufstieg 85-86 im 1. FC Nürnberg, ist ganz klar. Und was halt auch ein überragendes Erlebnis war, das war halt auch das erste UEFA Cup Rundenspiel in Rom. Auch im Clubdress. Leider Gottes war das Rückspiel nicht so erfolgreich, aber das sind schon die Highlights im Clubdress. Konnte nur leider Gottes nur 30 Minuten mitverfolgen, weil ich nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt worden bin. Da hat ja dann der Sergio und der, Gott sei Dank, der Christian Wück damals, der aber für mich eingewechselt worden ist, die Tore gemacht zum 3-1. Ist immer noch Bestand, ne? 92 glaube ich war das, ne? 93. Genau. Und ja, das waren eigentlich schon die absoluten Highlights. Es gab in Rom noch einige Chancen, einen höheren Sieg erreichen zu können. Ja, wir hätten zu Hause auch das Sack zumachen können. Wir sind daheim gefallen, also hat man mir trauen unsere Ohren, gehören ja nicht, wie wir von Rom mit einem 2-1-7 geflogen sind. Weißt du das noch? Ich meine, war ja unglaublich eigentlich, dass wir da überhaupt bei AS Rom, das war auch so. Du bist damit nichts mehr zufrieden, gell? Ja. Ja, genau. Das war interessant, ich habe das Spiel damals Radio F übertragen, ja, und wir sind immer nur 3 Minuten. Und habe gesagt, ich habe mich eingeschaltet, sage ich, noch 3 Minuten, aber das Spiel hat noch 12 Minuten gedauert und ich habe 12 Minuten da wie ein Buch gesprochen. Ja, und ich war bei Charivari in Nürnberg beschäftigt und habe aus Versehen für Radio Gong berichtet in Regensburg. Ist die falsche eingewählt gehabt. Weil nur ein Telefon da war und da war so ein Chaos, 20 Journalisten immer um das Telefon rum. Und pronto, nächste, Telefon, hier, geh hin und so. Und da bin ich halt hingegangen und hab 2 Minuten übertragen und habe mich abgemeldet mit hier aus Rom, Alex Glösslein, Radio Charivari. Und dann sagen die nach einer kurzen Pause des Schweigens, hier ist Radio Gong Regensburg. Die wollten eigentlich den Guido Polten sprechen, der damals hier in Nürnberg Reporter war. Aber gut, das ist jetzt nur am Rande. Das war ein super Erlebnis, Rom. Ja. Einer, der beim Club aktuell ein bisschen im Regen stellt, deswegen kommt die Frage von Manfred im Sturm. Was ist mit Esswein? Die Frage an Dieter Eckstein erstmal gemeldet, aber ich glaube, der Dieter Bracke hat da auch dann aber... Was ist mit Esswein? Ja? Ich habe im März ein Gespräch mit ihm gehabt. Das war an dem Tag, an dem eine große Zeitung seine Führerscheingeschichte, der Führerschein verloren hat, veröffentlicht. Und ich habe das Gespräch mit ihm geführt. Ich habe gesagt, also das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, jetzt gebe ich es wortwörtlich wieder, warum du Arsch dein Potenzial nicht abrufst. Dann hat er mir eine Erklärung geliefert. Es war ein sehr nettes Gespräch. Morgen habe ich wieder eins mit ihm. Und da hat er gesagt, Wenn das erste Dribbling misslingt, dann traue ich mir das zweite nicht mehr zu. Und habe ich gesagt, bist denn du verrückt? Es gab früher Nationalspieler oder Kevin Keegan, der Engländer, Libuda, die haben die ersten 3 verloren, aber die nächsten 5 haben sie dann gewonnen. Also der hat Potenzial und ich gehe sogar so weit, wenn der bei einer Spitzenmannschaft spielen würde,
der würde voll mitziehen, der würde voll mithalten. Deshalb es ist es schleierhaft, warum es nicht funktioniert. Vielleicht ist es eine Kopfsache. Ja, das glaube ich. Aber der hat Potenzial, so wie du früher. Ja, hat er. Na gut, man muss. Ja, die reden schon mit ihm, aber. Ja, so wie du jetzt gerade sagst, wenn er das erste Dribbling verliert und hat dann im Kopf. Nicht randalieren jetzt doch. Ja, also, ja, der Ball ein bisschen flach halten. Ja. Ihr könnt auch da hochkommen, aber. Ja. Ja. Mit Ausnahme von ihm sind wir ängstliche Typen. Ja. Nee, aber das ist schon, wie du sagst, wenn das erste Dribbling nicht sitzt, dann hat er Angst vor dem zweiten Dribbling. Da fehlt natürlich, was der Alex schon sagt, das ist eine reine Kopfsache. Und ist natürlich dann auch eine Trainersache, sage ich mal so. Ne? Wenn ein Trainer natürlich dann nach einem Spieler nicht hinten dran steht und nur im Training mit ihm redet, alles drum und ihm keine Spielpraxis, keine Spiele gibt, dann kann er sich ja nicht beweisen dann. Ne? Er muss halt auch Spiele haben, wo er zeigt, wenn er nach dem ersten Dribbling sitzt, hängen bleibt, nach dem zweiten Dribbling hängen bleibt, ist natürlich auch das Problem, wie reagiert das Publikum. Pfeift das Publikum oder pfeift es nicht oder feuert ihn weiter an. Ich habe auch mal so eine Phase gehabt, das weiß ich, ewig lang, 6-7 Wochen habe ich mal überhaupt nichts getroffen. Und gegen Bochum zu Hause, erste Dribbling hängen geblieben, Zuschauer schon geboot, gepfiffen. Damaliger Trainer war Willi Entmann. Zweite Dribbling hängen geblieben, wieder geboot. Ja? Normalerweise hätte er mich rausnehmen müssen, aber er hat mich drinnen gelassen. Und was ist passiert? 60. Minute 1-0, dann kam es 1-1, 80. Minute 2-1 gemacht, habe ich noch 2 Tore gemacht. Es ja? Kommt auch daran, ob der Trainer dir wirklich auch richtig den Rücken stärkt. Ja, ja. Und das heißt ich schon. Ja, aber ich allein seine enorm verdiente Applaus. Ja, danke. Allein seine eminente Schnelligkeit würde dem Spiel des Clubs in der Offensive sehr gut tun. Ja, das reicht aber nicht. Mit Ginczek hast du einen Mann, der immer richtig steht, fast immer. Und die Kugel auch gelegentlich. Die Schnelligkeit allein ist es natürlich auch nicht. Und der Ball ist oft ein wenig sein Feind, glaube ich, beim S1, habe ich das Gefühl. Ach. Ja, also gut, wenn er natürlich einen guten Tag hat, nett. Ich habe ihn dann auch schon gut spielen sehen. Ich habe ein Granatentor irgendwann mal in der Saison. Wir reden von dem Clubspieler S1. Ja, ist mir bekannt. Letzte Saison hat er, ja, aber ich meine, was hat er denn jetzt gerissen eigentlich die letzte Zeit? Nix. Der ist in der Saison gar nicht drangekommen. In der Vorsaison hat er eine sehr starke Szene gehabt, die mir in Erinnerung ist, dieser Fernschuss, der dann aufs Tor ist und der wirklich rein ist. Und ansonsten viel verpuffte Energie bei ihm, ja, weil er auf den Ball einfach verliebt in Dribbling. Das ist das Problem. Viel zu oft. Dieter kann es bestätigen. Ein Stürmer braucht auch das Vertrauen. Es gelingt nicht immer alles, aber wenn man ihm den Zahn zieht, wenn er ein Dribbling verliert und dann auf ihn losgeht oder was, dann kann der nie seine Leistung bringen. Ja gut, jetzt haben wir aber den Ginczek, der macht und mir das Selbstvertrauen, das er bräuchte, das hat er eben nicht. Der Ginczek macht mir einen wesentlich durchsetzungskräftigeren Eindruck. Der Drimmitsch wird der Strafraumstürmer par excellence. Wo soll er denn spielen? Genau, das wird aber das Problem sein, weil jetzt er wieder die zwei hat und ich glaube, dass er erst wieder hinzukommt, wenn einer von beiden sich verletzt hat. Aber du hast ja oft also in der Viererkette dahinter, wenn er mit 4-1-4-1 spielt, hast du ja oft mal dann die Position über die Außen, wo er ihn dann links gestellt hat, Marc über rechts. Jetzt hat er halt mehr Alternativen, was Tempo anbelangt. Und das scheint halt für S-Wein wahrscheinlich das Problem zu sein. Wir können jetzt mal eine Umfrage im Publikum machen. Wer ist stärker, S-Wein oder Mack oder Mack oder S-Wein? Ja, von dem, was sie zeigen oder von dem jetzt in der Theorie? Vom Leistungsvermögen. Schwer zu sagen. Ich denke mal, ja beide haben nicht. Ihr Problem eher woanders. Ja, schwer zu sagen. Beide sind verflucht schnell, das stimmt. Dave könnte was dazu haben die sagen. Technik unter Umständen? Marco, deshalb kannst du auf eine Stufe stellen. Das sind zwei sehr talentierte Spieler, die leider Gottes einfach die Leistung nicht auf den Platz bringen. Woran das liegt? Wahrscheinlich am Kopf, an der Einstellung, also an der Unterstützung vom Trainer oder vom Club her, glaube ich nicht, dass es liegt. Sehr richtig, ja. Ich glaube, ja. Bevor wir auf das Augsburg-Spiel schauen werden, ob dann Mack und S-Wein da eventuell schon weiterhelfen können, gibt es noch zwei interessante Fragen. Eine via Facebook gestellt vom Christoph. Sollte man Spieler bei grober Unsportlichkeit nachträglich sperren, auch wenn sie vom Schiedsrichter schon verwarnt worden sind? Siehe Fall Mandzukic.
Ja, das ist eine alte Geschichte, ne? Das ist, also ich habe dazu keine endgültige Meinung. Ich denke, das kommt immer darauf an, was passiert mit nachherigen Entscheidungen. Siehe das Phantomtor. War keine Frage, weil das einfach spielentscheidend war damals. Das musste wiederholt werden. 94 war das, glaube ich. Ne? Mhm. Bei so einzelnen Aktionen gegen Spieler, Fouls, gelbe Karten, rote Karten, wenn man das bei jedem Spiel nochmal retrospektiv aufarbeiten würde, dann würde der ganze, das würde ja Wahnsinn werden. Das, wäre, das interessiert dann irgendwann keine Sau mehr. Also durcheinander. Ja. Also insofern, gut, wenn sie, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was man da machen kann. Aber Mandzukic jetzt nach dem Spiel, kann man nicht sagen, dass man eigentlich sperren hätte müssen, ja. Also so, das ist wäre übertrieben. Wenn man sagt, er kriegt vielleicht eine gelbe Karte normalerweise für die oder eine Aktion und für die nächste vielleicht dann sogar die gelb-rote, das ist okay. Aber dass man dann hinterher nochmal daherkommt, das ist too much. Nein, das ist Schwachsinn. Wenn du einmal ein Spiel in einem englischen Stadion gesehen hast, dann musst du die Frage stellen, bei uns wird zu viel gepfiffen. Ja. Sagen ja die Engländer, wenn sie in Deutschland spielen, auch wenn immer. Wenn du jetzt an Hinausstellungen denkst, also das ist manchmal so lächerlich, da stellt sich mir manchmal die Frage, ob dieser Schiedsrichter X oder Y selber in seinem Leben mal Fußball gespielt hat. Ja, aber die Schiedsrichter wurden ja immer die, die beim Tipptopp-Wählen am Schluss noch stehen geblieben sind, oder hat sich da was geändert mittlerweile? Naja. Ja, eine andere Frage aus dem Publikum zum Thema Schiedsrichter oder Regelauslegungen von der Gabi. Die neue Regelung bei Handelfmetern, wird das Ganze jetzt dadurch übersichtlicher durch die neue Struktur oder ist die Verwirrung nach wie vor vorhanden? Was für Struktur? Das muss man sagen, ne? Ja. Weißt du, was Struktur ist? Ja, also bitte, ja. Ja gut, schau dir die zwei Elfmeter vom FC Bayern an. Vor zwei Wochen gegen... Schlag mich tot, gegen wen haben Sie das Tor? Gladbach. Gegen Gladbach, genau. Ja. Ja, ja. Es ist, den einen kann es geben, den anderen ja. Kann es nicht geben. Ja. Und die Schiedsrichter sind innerhalb von Sekunden darauf angewiesen, einen Elfmeter zu geben oder nicht. Ist es Hand, ist angelegt, ist Schutz? Manchmal kommt es selber schon durcheinander. Ja, Samstag das Beispiel mit dem, wer ist der Gladbacher Spieler, der sieht den Ball nicht, wird angeschossen. Ja, es ist... Nee. Früher hätte es die totgelacht, wenn du so wirklich, ja, das ist so. Aber es ist auch eine schwere Entscheidung. Ja. Ich finde auch, es ist auch ein wenig zu viel Platzverweis, Schmarri unterwegs gewesen an dem Wochenende. Ne? Also 8 Platzverweise in 3 Spiele. Da haben sie einfach wieder an den Regeln rumgeschraubt, haben die Schiedsrichter instruiert vorher. Und es ist ja immer noch Fußball und nicht Hallenhalmer. Also man wird sich berühren automatisch beim Fußball. Insofern fand ich auch das ein bisschen traurig, dass es jetzt gerade so überzogen Platzverweise gibt und Strafraumbestrafungen. Bei den Elfer blicke ich auch nicht durch. Ich blicke auch beim Abseits nicht mehr durch, ehrlich gesagt. Wenn man es nicht immer ein Fernsehreporter erklärt, weiß ich nicht mehr, was Abseits ist und was nicht mittlerweile. Was ist jetzt aktiv, passiv, neue Situation, halb passiv, halb aktiv? Da wirst du ja närrisch. Also früher gab es einmal irgendwann. Am besten sollen sie das Abseits abschaffen. In die 60er Jahre. Nein, aber in die 60er Jahre wusste man mal irgendwann, okay, der steht abseits, jetzt ist abseits, jetzt winkt er gleich. Mittlerweile weiß man nicht, weil er sich nicht bewegt, ist er jetzt abseits? Oder, also mich riecht das fast ein wenig auf, ehrlich gesagt. Das ist doch, wie man hier sagt. Ja. Ne? Du hast mir gegenüber mal richtigerweise festgestellt, abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Naja, das habe ich noch nie gesagt, ehrlich gesagt. Aber bitte. Zwickler reinschmeißen. Das hast du geträumt. In alle zwei Bierglas. Dann immer noch so eine Box reinmachen, Zwickler reinschmeißen. Hier. Ja, da wird man vielleicht am Schluss reich werden. Jetzt schauen wir mal einen Blick voraus. Augsburg, das nächste Spiel gegen Bayern. Wäre es die Kür gewesen, wenn auf der Punktekontoseite was passiert wäre gegen Augsburg? Ist es eigentlich schon fast Pflicht? Augsburg, einer der Lieblingsgegner, hat angefangen in der Relegation, wo wir die erstmal unten gehalten haben. Im nächsten Jahr 2 Siege, in der letzten Saison immerhin 4 Punkte gegen Augsburg, noch nicht verloren. Schöne Serie, ne? Der Druck am Samstag liegt eindeutig auf Seiten des 1. FC Nürnberg. Er hat doch kein Spiel gewonnen, er muss zu Hause punkten, sonst könnte es wieder schlimm aussehen. Er muss gewinnen. Die Augsburger, eine kampfstarke Mannschaft, hat ihren ersten Sieg gefeiert, kommt selbstbewusst nach Nürnberg. Also das wird ein ganz schweres Spiel. Wer da glaubt, dass Augsburg so mit links erledigt wird, der irrt. Ja, Alex, du warst letztes Jahr
direkt vor mir gesessen. Es war ein zauberhaftes 0:0. Ja, also es war so das zweitschlimmste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Ich habe mal irgendwann eins machen müssen im Radio, das hieß 60 München gegen Rot-Weiß Aalen. Die gibt es Gott sei Dank nicht mehr, die Mannschaft mittlerweile. Das war noch schlimmer, das war bei minus 20 Grad. Ein 0:0 mit einer halben Torchance und die beste Chance im Spiel hat der 60er-Stürmer, dem eigenen Stürmer Reisinger, den Ball an den Arsch geschossen, der auf der Linie gelegen ist, des gegnerischen Tores. So etwas habe ich noch nie gesehen, das war unglaublich. Und das Augsburg-Spiel letztes Jahr ist dem sehr nahe gekommen. Ich fand es entsetzlich, grässlich, grottenartig, langweilig, miserabel. Wenn man nochmal so ein Spiel sehen muss am Samstag, ich gehe in der Halbzeit und lasse einen jugendlichen Ersatzreporter ran oder sowas. Das war einfach zu viel. Also sowas möchte man nicht sehen. Das also kam es dann wieder Eckstein als Reporter aus? Nimm mir Ecke, jetzt kommst du mit. Oder komm du bist mit. Ja noch im Urlaub, aber es macht ja nichts. Na, da sind wir schon da. Das Spiel was macht die letztendlich optimistisch, dass es eben kein solches Spiel wird am Samstag, wie es der Alex gerade beschrieben hat? Ja, wie der Dieter schon sagte, der FC Nürnberg ist einfach, steht unter Druck. Ja, der FC Augsburg hat die ersten drei Punkte geholt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich ein gutes Spiel sehen am Samstag. Und es sind Mannschaften mit Braunschweig, wo ja die Woche drauf ist. Es sind einfach auch zwei Mannschaften. Da musst du einfach punkten. Ja, weil es auch Mannschaften sind, die letztendlich, es werden noch drei, vier Mannschaften dazukommen. Im 1. FC Nürnberg wieder da Golden Ananas, Mittelfeld. Also, weil die Euphorie schon, einstelliger Tabellenplatz und so. Das sind die Mannschaften, wo jetzt zur Zeit halt auf gleicher Höhe sind und die musst du hinten dran lassen. Ja, Braunschweig auf jeden Fall. Braunschweig sag ist ich ganz ehrlich. Und Augsburg muss man halt jetzt abwarten. Wie gesagt, es war Käse, dass die jetzt da die VfB Stuttgart. Es ist eine ganz fatale Situation. Ist Blödspiel. Ja, fatale Situation, dass man gegen Augsburg so unter dem Druck steht, weil die nämlich gut spielen können. Und weil sie haben vorhin so einen Mölders, dann haben sie den Kuh. Ja, also dann haben die überhaupt recht. Unter Rückgewinn halt durch die drei Punkte jetzt gegen VfB Stuttgart. Ja, und es ist wirklich eine blöde Mannschaft zu spielen. Also wirklich. Ja, also wenn du Pech hast, dann kannst du mit. Komm, Dieter, sag dir, liegt was auf der Zunge. Du wolltest noch was sagen, oder? Jetzt, Achtung. Ich habe noch ein anderes Thema, das mir sehr am Herzen liegt, aber erst wenn der Chef. Moderator. Ja, ich war jetzt gerade kurz noch jetzt bei dem Augsburg-Spiel. Die zwei Herren zu unserer Linken haben schon Skepsis geäußert von den automatischen drei Punkten für den 1. FC Nürnberg. Du bist ja eigentlich gar kein Skeptiker. Lass es raus, deine Euphorie. Boah, explodiert. Das Schlimmste wäre, wenn man dem Spiel mit Euphorie entgegensehen. Man muss vorsichtig sein, der Druck ist groß beim Club. Ich hoffe, dass er dem Druck gewachsen ist und den ersten Sieg einfährt. Denn im Hinblick auf das weitere Programm ist es sehr wichtig. Braunschweig ist auch kein Zuckerlecken zu Hause in diesem Stadion. Und dann kommt Dortmund. Also der Club steht schon ein bisschen unter Zugzwang. Aber ich habe noch ein anderes Thema, wenn Augsburg dann abgeschlossen worden ist. Mich bewegt seit Sonntag, ein Thema sehr. Das ist die Nachwuchsarbeit beim 1. FC Nürnberg. Die haben am Sonntag gegen den FC Augsburg schon gespielt. Und das war erschütternd. Da waren 11 Spieler am Platz, von denen jeder sein Geld nicht mit Fußball erwerben kann auf Dauer. Und es ist bedauerlich, dass der Club Spieler abgegeben hat. Der Heinluth ist Stammspieler in Paderborn, eine starke Leistung nach der anderen. Der Ballas hätte bei Hannover von Anfang gespielt, ist leider verletzt. Schäffler ist auch in Paderborn. Den Itter, vielfachen Jugendnationalspieler, hat man nach Schalke gehen lassen. Und jetzt, was kommt nach? Also aus dieser Mannschaft, die am Sonntag gespielt hat, hat keiner die Chance, jemals Bundesliga zu spielen. Und das Schlimmste, was dem Club passieren konnte, das war der Abstieg der A-Jugend aus der Bundesliga. Das ist fatal. So etwas hätte sich nie ereignen dürfen, dass der Club in der Jugend-Bundesliga nicht vertreten ist, jetzt in der Bayernliga gegen Quelle Fürth und gegen Ansbach spielen muss. Nichts gegen die. Also. Da werden wir sozusagen dann noch mal ein paar Jahre warten müssen, bis aus dieser Schmiede wieder eine Talentschmiede letztendlich wird. Wie seht ihr diese Verluste
letztendlich aus der eigenen Nachwuchsabteilung, die jetzt bei anderen Vereinen sich letztendlich zu etablieren versuchen und da schon etabliert sind? Hätte man denen andere Fenster einräumen können müssen, um sie im Verein zu binden? Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich kenne mich ehrlich gesagt damit zu wenig aus. Der Dieter scheint ja am Pfalzner zu wohnen. Ja, der hat erzählt, der hat erzählt wahrscheinlich auch schon. Nein, ich interessiere mich für die Nachwuchsarbeit und deshalb kann ich auch ein Urteil fällen. Beim Club, das muss immer deutlich gesagt werden, geht etwas unter, dass ein Mann großen Anteil daran hat, dass hier Talente hergekommen sind. Was Dieter Nüssing für den Verein leistet, das wird nicht so anerkannt, wie es der Fall sein müsste. Marot, Wollscheid, ich könnte sie alle aufzählen, hat alle Dieter Nüssing entdeckt und zum Club gebracht. Dieser Mann ist für den Verein Goldes wert. Ja, ja, was geht dann schief jetzt gerade? Willst du Widerspruch einlegen? Nein, ich mache den Dieter Nüssing sowieso schon seit Jahrzehnten. Ich war früher als 13-Jähriger in der Kurve gestanden und habe geschrien, Dieter Nüssing. Heute sitzt er ein paar Meter weiter. Ich bin schon so alt, ich konnte nicht Dieter Eckstein. Ich war schon so alt, ich konnte nicht Dieter Eckstein rufen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, na klar, die U23-Nachwuchsarbeit ist schon das Wichtigste, weil es müssen ja auch irgendwann einmal wieder ein paar rauskommen, wo auch nicht jedes Mal Millionen Ablöse kosten oder ein paar Hunderttausend. In unserer Zeit war das anders. Da haben ja 4-5 Spieler sind da rausgekommen und sind dann Profi geworden. Ja, also ein Rainer Geier, Fred Klaus, Stefan Reuter. Ich bin rausgekommen aus der Amateure. Hans-Jürgen Brunner ist rausgekommen und sind alle sofort in Profikader aufgestiegen. Durch Zufall, dank Fehler von Heinz Höher. Das war nicht dem Heinz Höher sein Fehler. Ja. Das war Fehler von Rudi Kargus, Horst Weirich, Stefan Lottermann, Udo Horstmann. Das war, die haben den Fehler gemacht. Ganz der Heinz Hörner, der hat alles richtig gemacht. Ja. Und Gerd Schmelzer auch. Ja. Das war richtig. Der hat die 7 Spieler entlassen und hat dann Stefan Reuter hochgezogen, hat den Fred Klaus hoch, Hans-Jürgen Brunner, Rainer Geier. Ich muss mich korrigieren, ich habe es falsch gelegen. Das war absolut richtig. Es war eine Riesenleistung vom Schmelzer, ob man ihn mag oder nicht. Welcher Präsident eines Bundesligisten bringt den Mut auf, die Mannschaft eine halbe Mannschaft zu entlassen? Ich habe das erlebt, die kamen zu mir, die Rebellen. Ich war der Erste, den sie besucht haben und habe ich gesagt, was wollt ihr hier? Ja, wir möchten, dass du das abdruckst. Habe ich das durchgelesen und gesagt, ich bin kein Jurist, aber habt ihr mit dem Präsidenten drüber gesprochen? Nein. Aber ich sage, ihr müsst ja im Klaren sein, wenn ich das veröffentliche, liefert ihr den Grund für eine fristlose Entlassung. Da braucht kein Jurist sein. Ich bin bereit, das in den Papierkorb zu werfen. Nein, wir gehen zu den anderen Zeitungen auch. Und dann gab es die Entlassung. Und dann hat eine Mannschaft, die in Aachen 2-1 verloren hat, danach Leistungen gezeigt, die mir nie zugetraut hätte. Das war super, ja. Und das Motto hieß damals, lass doch der Jugend ihren Lauf. Das war jetzt übrigens die Nostalgie-Ecke. Wir kehren zurück ins Jahr 2013. Genau, da sind wir ja nach wie vor. Ja, nichts dafür. Passt schon, Dieter. Ich war dabei. Ist gut. Dass ich ein wenig jünger bin. Also abschließend gegen Augsburg, da hat der erste FC Nürnberg zumindest, was das Verlieren anbelangt, noch eine schöne blütenweiße Weste. Bleibt die wenigstens erhalten? Wie geht's aus, Dieter? Ergebnis oder? Ja, eine Tendenz zumindest mal. Tendenz, gibt's, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass er nicht so viel anbrennen lasse. Ich hoffe natürlich, dass der Wiesinger ein bisschen offensiver spielen, dass er sich immer zutraut, mit 2 Spitzen aufzulaufen, weil. Komm, ich sag 2-0. Alex? Ja, also ich hoffe, dass es guten ausgeht, 2-1, weil der hatte enge Geschichte, glaube ich. Und viel Spaß, wenn wir nicht dabei haben bei dem Spiel. Also, aber ein Sieg, okay, glaube ich schon, ja. Doch. Dieter, schließt du dich den Vorrednern an? Also, weil die Ergebnisse waren knapper, 2-0, 2-1. Was bleibt bei dir noch? Ich lege mich auf den Torschützen fest. 1-0, Torschütze Ginczek. Ginczek möchte übrigens genannt werden, hat er gesagt. Ginczek. Er möchte Ginczek genannt werden. Das haben seine polnischen Vorfahren so perfekt. Polnische Vorfahren, da wird das CZ Ginczek. Ja, er sagt, es ist nordisch, eingenordet, Ginczek. Also er sagt also selber, Ginczek. Er heißt Ginczek. Ne? Gut, Torschütze Daniel Ginczek. Ist doch scheißegal, wie er genannt wird. Hauptsache, macht das 1-0, oder? Das ist doch wurscht, oder? Zu ihm sagt er auch gerade Bratschke. Also obwohl die Gefahr für dieses Spiel hier
fleißig und lebhaft ausdiskutiert worden ist, ist die Runde trotzdem optimistisch, dass es den ersten Clubsieg in dieser noch frischen, jungen Saison geben wird. Ob so kommt oder nicht, wir werden es dann in der nächsten Woche wieder diskutieren, dann wieder mit Dieter Eckstein an meiner Seite. Und ich bedanke mich natürlich hier an diese wunderbar geschmeidige, lebhafte Runde. Zum einen Dieter Eckstein. Ein Riesendank natürlich auch an den Mann von Antenne Bayern, an Alex Glößlein. Gerne. Und du applaudierst mir. Ja. Und der Mann, solange er einen Block und einen Stift zur Seite hat und man von ihm dann auch was lesen kann, ob es der Marktspiegel ist, ob es die Nürnberger Zeitung ist, er ist... Du schreibst den Marktspiegel für Marktspiegel. Sonntagsblitz. Ja. Kennst du gerade? Blitz halt, ne? Blitz. Sonntagsblitz. Geht ab wie eine Rakete hier. Marktspiegel. Nein, das war... Aber der Marktkauf macht da immer groß im Sonntagsblitz. Sonntagsblitz ist korrekt. Sonntagsblitz und Nürnberger Zeitung. Überall zu lesen, Dieter Bracke. Und natürlich ein Riesendank ans lebhafte Publikum, an euch. Und da klatschen wir mal, hätte ich mal gesagt hier. Zum Abschluss haben wir für unsere Gäste noch ein kleines Präsent parat. Wir haben ja zum letzten Geburtstag des ersten FC Nürnberg, nachdem es ja nur bisher auf dem Trikot Sterne gab, einen Clubstern geschenkt. Und jeder Clubfan kann sich daran beteiligen. Ab einer Mindestspende von 5 Euro gibt es so ein Sterndokument zugeschickt und das ganze Geld geht dann ans Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg und für unsere Gäste ein schöner Stern. Der Dieter hat ja schon einen. Dankeschön. Aber den kriegt der Alex und der Dieter. Danke. So einen schönen Stern. Auf dass es in Zukunft vielleicht auch mal wieder einen neuen Stern auf dem Club-Trikot geben wird. Dankeschön, schönen Abend euch.